Hallo und herzlich willkommen zum neuen Video auf diesem Kanal. Heute gibt es mal wieder eine Reaction auf ein Video, nämlich reagieren wir auf 24 Tims Skandale, Hass und eine Menge Bling Bling von Just Nero hochgeladen vor 31 Minuten. Und ich habe nur 24 Tim, erstmal liken, Just Nero, ganz klar. Ich habe nur 24 Tim gelesen und das erste Schlagwort direkt Skandale. Dachte ich mir, oh, das kann sehr interessant werden, das gucke ich mir an. Ich habe es noch nicht angeguckt. Deswegen wollte ich direkt so die erste Reaction mit euch aufnehmen. Und ja, wer sich fragt, warum es keine Facecam gibt, ganz einfach, ich habe sie, glaube ich, verloren. Also, die ist hier unauffindbar. Ja, also leider diesmal nicht. Ich werde mir mal eine neue kaufen und dann, ja, genau, dann würde ich sagen, nicht lang schnacken, Kopf in Nacken oder so. Nee, das passt hier gerade nicht, der Spruch, aber egal, wir reagieren jetzt los. Achtung, den Part jetzt könnt ihr gerne skippen. Wird ein bisschen gefühlsduselig. Wollte ich aber einfach mal loswerden, also Ist hier die keins wird verlinkt. Qualität? Aha, 4K! Überspringt So ein einfach Ding jeder ist an das. Bock drauf Just hat. Nero Bevor es Qualitätscontent. losgeht, möchte ich einfach kurz ein paar Worte loswerden, die wirklich einfach mal gesagt werden müssen. Ich bin euch allen, eher gesagt dir, der hier gerade zuhört, wirklich unglaublich dankbar. Es gibt so viele Punkte, die mir in letzter Zeit zeigen, dass wir einfach wirklich die beste Community überhaupt sind. Ich weiß, das sagt halt jeder YouTuber, ne? Aber lass mich Ui. einfach kurz erklären. Das erste Beispiel wäre zum Beispiel, ich arbeite gerade mit vielen Partnern zusammen. Unter anderem auch wegen den hohen Kosten, die auf mich zukommen. Ihr nehmt das einfach alle so unglaublich gut auf. Ja, vor allem, ne, wirklich. Just Nero macht halt jetzt mehr Placement um Aline Bachmann, um die einfach nochmal vor Gericht einfach mehr oder eher gesagt länger fertig machen zu können, weil je mehr Geld der Bre macht, desto länger kann er sich einen Prozess leisten, Digga. Das ist so geil. Junge, also wirklich, wenn ihr von dem Bre Placements seht, hier ist bestimmt eins drin. Hier Partnerschaftsliebe, da haben wir es doch. Nee, bei Just Nero wird nicht geskippt. So ein Ding ist das. Auf und seid halt die ganze Zeit so mega lieb und wholesome und so. Das ist halt einfach ein gutes Gefühl, euren Rückhalt zu genießen. Es ist nicht selbstverständlich, so eine Community zu haben. Aktuell zum Beispiel Hot Tap Hero. Ohne Witz, jeder YouTuber, gefühlt wirklich jeder hat Werbung dafür gemacht. Wenn wir in die Kommentare gehen, sehen wir trotzdem 80% nur Leute von mir. So insane. Auch wenn ihr mal Kritik an mir habt, Bei deinem bringt ihr die Text. halt human und lieb rüber. Und das macht es für mich halt viel leichter, auf euch zu hören, die Kritik anzunehmen und auch umzusetzen. Ihr bringt mich halt sofort wieder auf den richtigen Pfad, wenn ich mal so ein bisschen auf Abwege komme und. Was mir auch gerade auffällt, Aline Bachmann hat ja mal in ihrer Insta-Story Just Nero Fake exposed. Also sie hat gesagt, Just Nero, oder er heißt ja Robin, Robin ist der Hacker. Oder hat sie Just Nero geschrieben, irgendwas? Und da hat sie es falsch geschrieben. Sie hat halt, warte mal, wo sieht man es nochmal ein bisschen besser? Jutnerso geschrieben. Und dann hat er einfach sein Ad auf YouTube so geändert. Digga. Junge, der Typ ist einfach so. Er macht einfach rechtlich konformen, geilen Humor und Witze. So, das finde ich richtig geil bei dem. Also wirklich, ich denke. Wenn, also ich denke, das wird der erste sein, bei dem ich jemals, also ich habe noch nie ein Kanalabo abgeschlossen bei irgendwem. Ich glaube, das wird der erste Kanal Ohne sein, Witz, was der es ihr bei mir mir ermöglicht bekommt. habt, danke für Oder alles wenn er Gute, danke für Patreon alles, was ihr irgendwas gegeben hat, habt. Das irgendwas, war dann auch erstmal mit der nicht einfach verdient es Zufall, anders. legen wir los. Na, ihr habt euch erstaunlich oft ein Video über 24 Tim gewünscht. Ihr kennt mich, Freunde, ich bin eins Gönner, seid ihr auch Gönner? Wenn ja, gönnt doch einfach mal ein Like auf dieses Video. Und Kommentar auch, wenn ihr Bock habt. Ne? Könnt mir da erzählen, was ich für ein Doofkopf bin, dass ich jetzt wieder so ein Video über ausgelutschte Themen mache. Ey, ich habe noch nie über ihn geredet, ich wollte das auch mal machen, okay? Wir befassen uns heute mit 24 Tim und boy, es gibt wirklich viel zu ihm zu sagen. Ich kenne keinen Influencer, der einen so schnellen Aufstieg hatte und dabei so viel Unsinn gemacht hat. Dennoch möchte ich das Video heute ein wenig anders gestalten, vor allem in dem Sinne, dass ich ein Quäntchen weniger unflätig bin. Doch vorher Partnerschaft. Und damit willkommen zum heutigen Sponsor Wer des ist Videos, Warpath Warpath? von Lilith Games. Warpath ist ein Strategiespiel mit Fokus auf Militäreinsatzgruppen. Mit 22 Millionen Spielern ist Warpath eines der erfolgreichsten Strategiespiele für eure Die Mobilgeräte. Qualität Strategie ist ist ein übrigens bisschen. groß geschrieben. Euer taktisches Know-how ist Hier ist in auch diesem Spiel 4K. gefragt wie noch nie. Ich kenne euch, Okay, ne? Ihr na. benutzt euren Grips, um eure Truppen in Echtzeit auf dem Boden, in der Luft oder im Wasser zum Ziel zu führen. Eure Einsatzziele sind allerdings nicht lokal begrenzt, sondern finden auf jedem Kontinent statt. Ihr seid der Kommandant und es ist eure Aufgabe, die Ja, Horde das und
Das ist halt eher so ein Strategiespiel, wenn man das so sieht. Mächtig Roms zu machen bei euren Gegnern, das ist zu schlagen. Geiles Meme. Baut die mächtigsten Truppen und rüstet geiles die Meme. Wummen aus. Mit dem Ziel vor Augen, die neuesten Einsatzwege. So gern ich Nero hier unterstützen würde, so Strategie-Scheiß war noch nie meins. Deswegen, ich denke nicht, dass ich Warpath anfangen werde zu zocken. Die könnt ihr frei wählen, denn die Möglichkeiten, eure Einheiten einzusetzen, sind fast unbegrenzt. Wir sind hier alle soziale Wesen. Naja, fast alle, oder zumindest ein paar, hoffe ich. Ich rate euch an, Bündnisse mit anderen Spielern zu schließen, um eine mächtige Allianz zu gründen. Denn Heeresgruppen zu steuern ist ein soziales Kernelement von Warpath. Dennoch dürft ihr nicht übermütig werden, ihr müsst die Risiken richtig abschätzen und euch die Besten der Besten als Partner suchen. Ja, an sich sieht das Game aus, als würde da sehr viel Action passieren. Große taktische Tiefe zu und nicht vergessen, sonst wirklich bei jedem YouTuber skippe ich die Placements, aber bei Nero nicht, weil ich dem einfach gönne. Eurem SSG aus dem Weg zu räumen, was ihr übrigens auch längere Marschrouten durchaus ersparen kann. Seid ihr bereit für die Komplexität dieses Games? Danke an Warpath. Ach, das ist ein Handyspiel. Jeden, der Warpath mit und nicht PC. Auf den ersten Link in der Beschreibung downloadet und damit weiter im Text. Lol, ist das ein Handyspiel? Auch viele Sachen, die nicht mit einem Haha, Hihi, was ein Typ abgetan werden können. Dennoch bitte ich um Folgendes. Bleibt respektvoll und geht nicht zu ihm rüber und kommentiert irgendwas Negatives. Ich möchte keinen drüben Flame sehen, okay? Er ist halt einfach ein sehr polarisierender Influencer, wie unsere Kappen. Alter, nee, das war ja selbst für mich. Wir versuchen es nochmal. Er polarisiert erwähnt dolle und bekommt dadurch einiges an Hate und auch einiges, das ziemlich über die Stränge schlägt. Davon wollen wir halt niemand sein, ne? Da wir hier seinen Werdegang beäugen, auf kritischen Hasen angelehnt, holen wir natürlich auch alte Kamellen raus und für die muss er jetzt nicht das 20. Mal sanktioniert werden. Sollte euch ein Kapitel überhaupt nicht interessieren oder es euch wirklich zu den Ohren raushängen, sind Timestamps am Start, fühlt euch also frei zu skippen. Ich versuche sogar zum Ende des Videos etwas Positives zu bringen, ne, und ein Lanz für ihn zu brechen. Schon krank. Ich merke, heute haben wir eine ziemlich dichte Quote an absolut bescheuerten Witzen. Ne? Grundsätzlich kann man sagen, wir kommen in Frieden. Ich habe vorher nie was von ihm gehört, doch dann, ne, von einem Tag auf den anderen, wurde meine Timeline überflutet mit 24-Tim-Videos. Und überfluten und Videos ist da wohl so ziemlich das richtige Stichwort. Oh, die Flutkatastrophe. Vom 12. bis zum 15. Oh, weia, Timmy. Oh, weia. Wurden Teile von West- und Mitteleuropa durch eine Flutkatastrophe verwüstet. 243 Menschen verloren ihr Leben, 9000 Häuser wurden schwer beschädigt oder ganz zerstört und über 10 Milliarden Euro Sachschäden sind entstanden. Ein Kanzlerkandidat lacht sich ins Fäustchen während einer Ansprache. So, weiter geht's mit der Reaction. Ich hab bloß mal kurz pausiert, damit ich mir mein Abendessen reinrendern kann. Sprache, während einige Menschen nicht wussten, wie ihnen jetzt gerade geschieht. YouTuber und Influencer ha, Armin Laschet macht sich lustig drüber. Drachenlord schickte seine Unterbutzdecke irgendwie los. Und Tim? Ja. Ich habe übrigens noch viel mehr Überschwemmungsvideos in meiner Story, also schaut euch das gerne an, Leute. Es ist einfach gerade nicht mehr lustig. Wenn ihr sehen wollt, wie meine Eltern nachher reagieren, dann... Das Einzige, was nicht lustig ist, ist diese Hackfresse, Alter. Definitiv meine Story an, da gibt's die Reaktion. Wenn ihr kranke Überschwemmungsvideos sehen wollt, dann schaut euch jetzt meine Story an. In meiner Story geht's jetzt weiter, verpasst es nicht. Den Ausschnitt habe ich übrigens von Alpha Kevin gemobst. Sein Video ist ständig unten verlinkt. Hier muss man sagen, oder? Tims Keller war auch überflutet und ich kann ihn verstehen, viel dazu zu posten, weil er ja eben selber betroffen ist. Allerdings hat er vielleicht ein bisschen doll übertrieben und dann Cross-Plattform-Werbung damit für sein Instagram zu machen. Sagen wir, ich verstehe definitiv, dass das vielen sauer aufgestoßen ist. Genau zu dieser Zeit hat er auch ein Placement auf Instagram gepostet. Hier muss ich allerdings auch sagen, es hat schon so gewirkt, als hätte er gezielt mit der Flut Reichweite für das Placement collected. Allerdings stehen Placement-Zeitpunkte in den allermeisten Fällen schon lange vorher fest. Sprich, es könnte Kalkül gewesen sein, ich halte es aber für eher unwahrscheinlich. Nichtsdestotrotz hat das natürlich einen faden Beigeschmack. Darüber brauchen wir nicht reden. Was wiederum ein Fui-Fui-Move war, war diese Aktion hier. Er wollte sein letztes Taco-Kissen verloren. Oh, das. War das ein Kissen mit. Free Shavaka, dude. Die Bedingung war eine Spende an irgendwann an der Stelle. Aber was für ein Ding? Was war das gerade? Risha Wocken, Digga. Opfer unterstützt. Ja, schön wäre es, wenn es nur das gewesen wäre. Man musste nämlich seinen Post liken und kommentieren, um daran teilzunehmen. Wir wissen alle, dadurch pusht man seinen Algorithmus und wird mehr vorgeschlagen, generiert mehr Reichweite, ihr kennt den Hasen. Muss ich so ein bisschen. Ja, der sagen, Tim ist sehr, sehr berechnet. Schwierig.
Das ist halt reingeforste Interaktion, um sich selber daran zu bereichern. Und das ist ein bisschen schmandig, ne? Sind wir mal ehrlich. Das ist klar. Dennoch muss man mittlerweile sagen, dass Tim, glaube ich, weiß, dass das ein bisschen doof war. Man muss deswegen jetzt nicht schon wieder ein neues Fass aufmachen. War garbage, ist passiert. Aber wenn ich ein Video über eine Internetpersona in Gänze mache, muss sowas natürlich angesprochen werden. Gehört einfach zum Werdegang dazu. Frag mich, was jetzt noch Thema, kommt. Muss ich ehrlich sagen, das hat mich persönlich sauer. Ein paar Sachen kenne ich von ihm. Ich habe vor einer Woche davon das erste Mal mitbekommen. Und das ist sogar der Grund, warum ich mich überhaupt dafür entschieden habe, mich mit ihm ausführlicher zu beschäftigen. Oh! Umgang mit Depression. Interessant. Tims Mutter ist leider Gottes an Depressionen und Burnout. Ach, da, oh nein. Ich weiß, was kommt, aber ich werde es nicht spoilern. Ich weiß, was kommt. Das ist ein Thema, welches mich selber beschäftigt. Ach, wenn jetzt ein Influencer mit multipler Millionenreichweite aus meiner Sicht unverantwortlich, schludrig und ja, lächerlich damit umgeht, muss ich dazu was sagen. Ich hatte das vorher wirklich gar nicht auf dem Schirm. Wir schauen jetzt mal rein und ich erläutere euch, was mein Problem mit seinem Take. Das ist, also, Tim, ich, eigentlich ist es ist eine Reaction und so, aber ich kann dazu teilweise, also das ist, dem Sachen sind teilweise nichts mehr hinzuzufügen und ich meine, zwei, drei Sachen kenne ich schon, aber das hatte man eigentlich mit der Zeit verdrängt, weil es ja teilweise so widerliches Verhalten ist, was von diesem Sternchen und so weiter gemacht wird. Mein Deutsch wieder on point. Und nee, deswegen, also wenn ich bei solchen Sachen man nicht alle 10 Sekunden pausiere und mein Statement dazu abgebe, dann wundert euch bitte das nicht. Das letzte Jahr nicht in seinen Stories zu sehen war. Und er erläutert uns nun, warum das so war. Ich habe seine Mutter hier übrigens bewusst zensiert, weil ich sie ja einfach nicht in so einem Kontext zeigen möchte. Einfach aus Respekt. Willst du das sagen? Ja, ich war krankgeschrieben wegen Burnout, Depression kann man jetzt... Das ist so unangenehm eigentlich. Dieses Video, ich weiß nicht, habe ich das schon mal gesehen, aber irgendwo, dass der da ein bisschen was gemacht hat, das hatte ich schon so noch ein bisschen im Hinterkopf. Einfach dieses Video, yo Mama, ich nehme mal jetzt mein Handy, lass mal einen TikTok machen, wo du über deine Depression sprichst. Das ist so unangenehm und so peinlich. Nicht von der Mutter aus. Ich wünsche der Mutter nur das Beste. Die hat einen eigenen Instagram-Account, TikTok, glaube auch. Die ist sehr sympathisch, ihr alles Gute. Ihm nicht. Nennen, wie man will, wahrscheinlich. Kurzer Einwurf. Das sollte man aus meiner Sicht nach schon genauso nennen, wie es nun mal ist, halt einfach beim Namen. Positiv hätte ich an der Stelle einen aufklärerischen Kontext gefunden, aber naja, es folgten dann solche Takes hier. Ich glaube, Depression ist schon das Größte, was man dazu sagen kann. Ja. Und ich muss sagen, ich war am Anfang, habe ich das gar nicht so krass ernst genommen. Warte mal kurz. Yo! dieser lächerliche Bastard, Alter. Ich fass es nicht. Ich fasse es nicht. Warte mal, was war das gerade eben? Ich glaube, Depression ist schon das Größte, was man dazu sagen kann. Also sorry erstmal für meinen Ausdruck gerade. Das war gerade, ey, das ist, ey, nee, es tut mir leid. Das Wort nehme ich zurück. Aber hier, Depression ist das Größte, was man dazu sagen kann. Und jetzt? Und ich muss sagen, ich war am Anfang, habe ich das gar nicht so krass ernst genommen. Jo, es ist Depression, aber ich habe das nicht so ernst genommen. Ja, war nicht so wichtig. Digga, macht der mich sauer. Du hast die Depression deiner Mutter nicht ernst genommen und dann plötzlich gemerkt, dass es ja doch schlimm ist. Also sowas hochzuladen, da fehlen mir die Worte. Das ist sowas von respektlos in meinen Augen. Menschen, die Depressionen nicht ernst nehmen, sind ein riesiges Problem. Und zwar ein richtig riesiges. Du hast eine Multimillionen-Fanbase und hältst es wirklich... Also ja gut, wovon... locker die Hälfte durch irgendwelche Giveaways zusammengeschnorrt und gekauft wurde. Ich sag mal nichts dazu. Für eine gute Idee rauszuposaunen, dass du es erst gar nicht ernst genommen hast, bis du dann mal gemerkt hast, dass es da in Depression ja wirklich doof gehen kann. Alter, man merkt vielen Menschen Depressionen übrigens überhaupt nicht an. Ne? Es gibt viele Leute, die sich einfach ein Schutzschild in der Öffentlichkeit aufbauen und gelernt haben, wie man gute Miene zum bösen Spiel macht. Ich spreche da übrigens aus Erfahrung.
Du hast deine Reichweitenverantwortung mit diesem Satz wirklich komplett hops genommen. Dann ist halt wirklich so, die Aussage, mit der hat er sich so total lächerlich gemacht. Wäre es gewesen, zu sagen, Leute, nehmt das immer ernst, macht nicht den Fehler und nehmt das auf die leichte Schulter. Dafür hättest du Props von mir bekommen. Wenn große Influencer solche Themen in die Flossen nehmen, haben die halt einfach dafür zu sorgen, dass es pietätvoll rüberkommt. Das ist fürchterlich, Tim, was du da gemacht hast. Aber leider schaffte es trotzdem nochmal, das zu toppen. Aber dann hat man gemerkt, dass es doch für Mama sehr schlimm war. Und deswegen, ja, und das hat natürlich dann auch die ganze Familie so ein bisschen mit runtergezogen. Das hat er jetzt nicht gesagt, oder? Ja, ey, Digga, der will das doch, Digga. Der will doch gefühlt, ich sage nicht, dass man das machen soll oder dass ich ihm das wünsche, aber gefühlt, der will doch auf der Straße angespuckt werden für so eine Scheiße. Yo, der Mama ging's nicht gut, die hat die Familie runtergezogen. Ja gut, ist sie halt schuld. Ach, Digga, ey, ich will dem nicht auf der Straße begegnen. Wenn ich dem begegnen würde, es wäre so schwer, mich zu beherrschen, das würde ich. Ey, Digga, das kann doch nicht angehen. Lol. Ich habe mir vorgenommen, hier meine Kontenance zu wahren. Aber das nenne ich mal wirklich ein fucking Hot Take. Augenscheinlich hat ihr dieser Satz auch nicht so gefallen. Blick wandert auf den Boden, Mund wird klein, Winkel geht seitlich. Wie gesagt, es bleibt hier zensiert. Aber man sieht, dass das jetzt vielleicht nicht der angenehmste Satz war. Er ist sich das vielleicht nicht bewusst, aber einem Menschen, noch schlimmer, einem Familienmitglied zu sagen, dass er wegen seiner Krankheit die ganze Familie runterzieht, ist mit das Schlimmste, was man in so einer Situation überhaupt machen kann. Das war wie so ein Schlag ins Gesicht. So, wenn er hätte eine Faust genommen, der Mutter eine reingehauen, so dass denselben Effekt gefühlt wird. Das Schlimmste. Wie gesagt, ich kann bei dem Thema aus eigener Erfahrung sprechen, aber wenn ich in so einer Phase des Gefühls der Wertlosigkeit, der Bedeutungslosigkeit festhing, in der ich sowieso das Gefühl hatte, alles falsch zu machen und jedem Menschen nur Ballast zu bedeuten und ein Stein im Weg zu sein, dann sowas zu hören zu bekommen, dass es meiner Familie wegen mir schlecht geht, dieser Satz hätte mich echt nachhaltig gefickt. Wirklich. Im nächsten Ausschnitt zeigt er leider, dass er das Thema, wie es auf mich wirkt, zu diesem Punkt leider immer noch nicht ernst nimmt. Aber alles okay. Naja, es wird, ne? Okay, ist anders. Der Mutter ist... Man sieht ihren Gesichtsausdruck nicht, aber man hört das einfach raus, wie sie redet. Wie unangenehm ihr das ist. Ey, ich bin fassungslos, Digga. Dass der das machen kann, ohne irgendwie eine Miene zu verziehen. Digga. Es wird ja immer. Jeden Tag. Komm, ich lieb. Aber alles okay. Ich lasse es jetzt einfach mal im Raum. Das ist unglaublich. Ich kann euch einfach selber dazu Gedanken machen. Das nächste Thema wird kurz, aber dafür wieder richtig spicy. Oh, weia. Ist es dein Ernst, dass du mir jetzt ernsthaft... Respektloses Verhalten. Oh. Bling Bling Musikvideo. Das war doch Bling Bling, oder? Das ist oder was gönnen wir? Ein langer Kapitelname. Aber ja, keine Ahnung, juckt mich genau nicht. Genau das, was der Titel sagt. 24 Tim ist jemand, der für Werte wie Respekt und übrigens steht. Lustiger Zufall. Circa die letzte Woche hatte ich keinen Schlaf-T-Shirt gefunden gehabt am Anfang der Woche. Also ich hatte ein gewisses, so, das war nämlich das Shirt von 24 Tims Gönn dir Fanbox oder so. Die habe ich ja unboxed gehabt, weil sie einfach günstig war, für einen Zehner oder so. Das heißt, ich hatte das T-Shirt, Mutti hat es halt gewaschen und mir mitgegeben, weil, ja, so. Das heißt, ich habe die letzte Woche eine 24 Tim T-Shirt gepennt, Digga. Junge, es ist mir nachträglich wirklich sehr, sehr peinlich. Aber ohne wäre es recht kalt geworden, also musste ich in den sauren Apfel beißen. Da wollte ich gerade was anderes sagen. Naja. Legt wenn ich dann dieses Gesicht sehe, wirklich. Das Fehlverhalten an den Tag, wenn es nicht nach seinem Willen geht. Das, was er da gemacht hat, könnte von den Werten, die er vermittelt, nicht weiter entfernt sein. Das ist ungefähr so nah da dran, wie ich witzig bin. Gar nicht. Wir schauen einfach mal. Ist es dein Ernst? Genau dieses Video. Absagst? Natürlich, ja, ganz ehrlich.
Was für die eine Stelle geht? Du hast mir am Anfang gesagt, alles ist für dich in Ordnung, dass wir das machen. Das juckt dich nicht. Ich mach wirklich viel, ne? Und wenn ich dann... Oh, weil du dich out-esst. Ist das dein Ernst? Sorry. Er tut so, als irgendwie hätten die einen Vertrag, den sie gebrochen hätte. Digga, wenn ich das jetzt rausgehört habe, soll hier, hoppala, die Dame Estefania Elisa, sie ist mir bekannt, ich kenne den Namen so, aber ich weiß nicht, was sie für Content macht, aber scheint so auch in dieser Beauty-Schiene irgendwo mit drin zu sein, mit 24 Tim. Er macht sie dumm an, weil sie abgesagt hat für den Videodreh von seinem Musikvideo, wo sie nicht wusste, dass sie nackt twerken soll. Digga! Was ist denn da? Ist da irgendwie eine Blockade in der Birne oder was? Es haben alle abgesagt, das weißt du ganz genau. Ja. Opfer, Digga. Opfer, dass du keine ungewollte Nacktszene in meinem Musikvideo mitmachst. Junge, ey, ich hab grad so das Bedürfnis, auf meinen Schreibtisch zu bollern, ey. Was? Erstmal, was ist das für eine Art? Dieses, hä? Nur wegen der Szene? Ist das denn er? Ja! Verdammt, wenn sie das nicht möchte, ist das ihr gutes Recht. Du sprichst von einer Szene, als wäre es für jeden überhaupt gar kein Problem. Du weißt, dass das mehrere Millionen Menschen sehen. Schaut euch mal die Klicks von seinen Musikvideos an. Es gibt da noch sowas wie Scham oder... Hey, guckt euch das mal an hier. Das hat er so gehypt. Jetzt macht er 3 Monate, da macht er ein halbes Jahr später 6 Millionen. 1,5 Millionen. Keine Sau juckt sich für die Rotze. Von seinen Musikvideos recht, an. Digga. Es gibt da noch sowas wie Scham oder... Dass man sich einfach... Junge, der Typ ist unglaublich. Ey, das muss noch nicht mal begründet werden. Wenn sie sagt, sie möchte das nicht aus diesem Grund, hast du das nicht zu hinterfragen. Ne? Gut ist, dieses Opfer am Ende setzt dem Ganzen nochmal die Krone auf, okay? Eine Person vor Millionen von Menschen bloßzustellen und zu beleidigen, nur weil die sich nicht für dich machen möchte, ist ja sowas von widerwärtig, ne? Muss das denn unbedingt in deinem Video sein? So, dann such dir eine Person, die das möchte. Das ist halt wirklich... Ist halt wirklich, es gibt genug Models im Internet, die echt nicht schlecht aussehen, die man auch kennt im deutschen Bereich. Oder ich meine, wenn die Person nicht redet, sondern halt nur so ein bisschen Pose machen soll, dann muss ja nicht mal eine Deutsche sein. So, ja, es gibt genug Leute, die sowas machen, die damit ihr Geld verdienen. Also, dass er keine Auswahl hatte, nur sie in Frage käme, das... Kann der halt nicht behaupten. Solche Werte sollen definitiv nicht lächerlich vermittelt werden. Und du hast sehr junge Zuschauer, Tim. Das ist ein absolutes No-Go. Aber ich habe ja auch gesagt, dass ich was Positives hervorheben möchte. Jetzt gerade werde ich mir so ein bisschen der Tragweite von diesem Fehlverhalten bewusst. Dieser Rattenschwanz, der damit dranhängt. Das ist sowas von schmutzig. Nichtsdestotrotz möchte ich meinen Vorsatz für dieses Video einhalten. Es gibt auch noch super viele andere Kleinigkeiten, die ich besprechen könnte. Er hat seine Corona-Erkrankung meiner Sicht nach ein bisschen zu arg ausgeschlachtet. Dieses übermäßige Sympathisieren mit Heidi Klum. Was steht hier? Mein Traum ist gerade in Erfüllung gegangen. Ich durfte Heidi Klum treffen. Die Leidenschaft für Catwalks, hohe Schuhe und Make-up habe ich durch sie. Like das Bild, wenn ihr unseren gemeinsamen Catwalk sehen wollt. Für mich ist sie eine Inspiration, Ikonen, Powerfrau. Naja, wenn man sich mal das Video von der einen Dame von DSDS 22 oder so, was vor einer Weile einen riesen Shitstorm ausgelöst hat, mal sieht, ja, dann würde ich nichts von diesen 3 Beschreibungen für diese Dame unterschreiben. Lol, leben wir weiter. Und ich bin sogar fürs große GNTM-Finale am Donnerstag zur Live-Show eingeladen. Und habe ich das verdient? Ne? Ganz einfach, gar nicht. Wenn ihr mir eine Freude machen wollt, dann markiert Heidi ganz oft in den Kommentaren. Sie hat gesagt, dass sie das Bild unbedingt sehen möchte. Digga, wenn sie auf dem Bild ist,
Dann müssen die Leute sie nicht Spam markieren, dann guckt sie doch von selber mal auf dein Profil. Junge, Alter. Da reizt, wenn du sie markierst, Digga. Ey, das macht mich einfach nur sauer. Wirklich, der Guy hat einfach obviously nach Reichweite für sein Bild. Sag doch einfach, ich brauche Reichweite, das Video soll auf die Explore-Page auf Insta gehen. Kommentiert 7-mal Tim oder Herz oder was auch immer, Digga. Ey, das ist doch wirklich... Ey, also was der für eine Community haben muss, dass die das einfach nicht raffen, ey. Explizit nach ihrem Skandal und den noch versuchen, irgendwie beiseite zu quatschen. Die ständigen Gewinnspiele. Hier, das auch hier. 82 Leute von euch können das alles jetzt in meiner Story bekommen. Ein Gewinnspiel, aber keins wird... Oh. Erstmal dazu gleich ein was. Hier sind 4 Nintendo Switch Konsolen. Also hier ist safe, das sieht man safe nicht alles, aber 2 MacBooks heißt das so, Apple Watches, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 iPhones, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 iPads, 4 Dyson Staubsauger, weiß ich nicht, was das ist, und 1, 2, 3 PS5 Konsolen. Ja, das ist schon ordentlich teuer. Also ich kenne die genauen Warenwerte nicht, aber das sind locker über 10.000 Euro, diese ganzen Sachen hier. Aber bald schon mehr. Also, nee, und diese Giveaways, die hat er übelst oft gemacht. Ich glaube, vor 2 Wochen war das letzte gewesen. Ich glaube, wer war auf dem Bild? Sarah Desideria, die Walners, oder wie heißen die? Ich weiß es nicht. Also es waren 3-4 Leute, wo sie dann irgendwie was verlost hatten. Oder was Tim auch gemacht hat. Der ist ja zu Monte gefahren gewesen. Auf meinem TikTok-Account habe ich die Story von Monte gescreen-recorded und habe die hochgeladen. Hier, Monte, Haufen Giveaways. Du pushst 24 Tim. 55.000 Views bekommen die Scheiße. Nee, und also der kauft sich halt, was ich eben meinte, als Nero irgendwie seine Reichweite eingeblendet hat, da meinte ich ja hier, die Hälfte und so, ist ja eh durch so Sachen gekauft und so. Genau das meinte ich, der kauft sich bei anderen, bei Influencern, bei Monte zum Beispiel, kauft er sich halt Spots und die sind arschteuer. Ich bewege mich in gewissen Kreisen und kann halt mit ungefährer Wahrscheinlichkeit, ich kann mit Sicherheit sagen, dass die sehr teuer sind, aber genaue Zahlen werde ich nicht nennen, weil ich keine Ahnung habe, inwiefern das vertraulich ist. Aber es ist sehr teuer, bei einem Monty sich einzukaufen. Und ich meine, man bekommt ja ordentlich Follower. Ich meine, der hat 1 Million Story-Views. Und dann, es ist schon krank. Ich meine, wenn 5% der Leute nur dem folgen, dann macht er einmal 50.000 Follower. Das ist krank. Das ist einfach nur krank, Junge. Und, das ist... Der hat ja Haufen Giveaways gemacht. Haufenweise. Ist halt nicht normal. Julienko zum Beispiel auch gewesen. Oder wie heißt sie denn gleich nochmal? Justina Geig. Ich meine, ein paar von den Leuten werdet ihr nicht kennen. Das sind eher so Instagram-Leute. Wieder wie die ablaufen. Das Rumheulen, weil einer nach dem Gewinn wieder entfolgt ist. Dazu sei auch noch kurz gesagt. Das weiß ich auch noch, Digga. Das weiß ich auch noch. In irgendeinem Video... Was muss sie haft? Irgendein YouTuber hat ein Video zu Tim gemacht, hat dann gezeigt, dass Tim so ein Giveaway gemacht hat von einem iPhone. Der Typ, der das iPhone gewonnen hat, hat Tim gefolgt. Das Giveaway war vorbei. Dann hat Tim entfolgt, weil, na gut, wer folgt freiwillig 24 Tim, ne? Lol. Und dann hat Tim gesagt, jo, nee, wir geben dir das iPhone nicht. Und dann hat er halt Tim angezeigt, dann musste Tim, weil es halt einfach nur so rechtlich so ist, dass er dann halt den Gewinn ausgeben muss, weil nicht gesagt wurde, yo, ihr dürft nicht entfolgen, sonst gibt's keinen Gewinn oder so. Dann hat er sich in einem Video aufgeregt, keine Dankbarkeit, der ist mir entfolgt, trotzdem, Junge, so ein lächerlicher B-Punkt. Klar, wenn die Gewinnspielbedingung ist, jemand zu folgen, dass danach viele wieder entfolgen. Ist richtig. Lockt halt Leute an, die sich nicht für dich interessieren. Ne?
sondern einfach nur für die Gewinne, die es gibt. Das dann nicht rausschicken zu wollen und letzten Endes erst nach Anwaltsdrohungen zu machen, kein cooler Move. Genauso wie ich es gerade sagte. So oder er hatte nicht angezeigt, er hat so ihm gedroht, glaube ich. Was stand? Erst nach Anwaltsdrohungen zu machen, kein cooler Move. Frag dich mal, warum deine Insta-Statistiken so aussehen. Junge, hier. Digga, hier. 25.12. Hast 5.000 verloren. 26. 2.000 bekommen. 27. 12.000 bekommen. 28. 80.000 gemacht. 80.000. Gebt euch das mal. Gebt euch das mal. Der hat 80.000 Follower gemacht. Ich glaube, das war dieses Gewinnspiel mit Sarah Desideria, die Walnas und so. Ich weiß nicht, wie die heißen. Also 3-4 Leute waren das mit Tim noch, die da noch verlost hatten. Am nächsten Tag minus 30.000. Seht mal, was diese Giveaways, die bringen was. Die bringen schnell viel und nicht wenig, aber hier, einfach fast 40% der Leute, nee, fast 40, na klar, fast 40% der Leute entfolgen einfach wieder am nächsten Tag schon. Gebt euch das mal. Hier nochmal 3.000 Tag später verloren, nochmal 2.000 einen Tag später. Dann am 1.1. 30.000 gemacht, wahrscheinlich wieder ein Giveaway. Dann am Tag danach 5.000 gemacht, am Tag danach 2.000 verloren. Dann nochmal wahrscheinlich wieder ein Giveaway, weil auch wenn man seinen Insta-Account ständig an den TikToks erwähnt, macht man nicht 30.000 Follower an einem Tag. So, nee. Es ist dann halt, müsste der schon viel, viel krassere Klicks auf TikTok fahren, um das Reel zu erreichen zu können. Dann hast du hier nochmal 11.000 einen Tag später. Dann verliert er einfach noch einen Tag später 20.000. Digga, das ist halt krass. Vor allem bei Giveaways ist es ja so, wenn das ein Feedpost ist, der bleibt ja nicht nur einen Tag online in der Regel. Dann macht er hier 28.000 und hier in diesen 5.000 sind die ganzen Unfollows, die halt am Tag danach passieren, wenn das Giveaway aufgelöst wurde. Die sind da schon mit eingeberechnet. Das ist, Digga, was der macht, ist teilweise echt dämlich. Dann gibt es auch noch so dieses ständige Verwechseln von Kritik und Hate. Es gibt wirklich vieles, über das man noch bei ihm reden könnte. Allerdings haben das ebenfalls. Was ich mich aber frage, warum Nero von Tim alte Videos im Hintergrund hat. Die sind noch 3-4 Jahre alt. Viel Neues gebracht, vielleicht hier oder da. Null, egal. Deshalb versuche ich jetzt mal wirklich etwas komplett anderes zu machen und... Die Würfel sind noch nicht gefallen. Ich stelle folgende Theorie auf. Tim wollte anfangs einfach provozieren, Kontroversen lostreten und für Hate sorgen, weil das einfach, sofern man es richtig macht, ein Garant für Reichweitenaufbau ist. Mittlerweile ist ihm die ganze Sache aber so ein wenig über den Kopf gewachsen, denn ja, Tim hat sehr viel Mist gebaut, für den man ihn auch sehr hart kritisieren kann. Dennoch muss man sagen... Alles hat seine Grenzen und bei Tim beobachte ich leider, dass die schon lange nicht mehr eingehalten werden. Geht einfach mal auf Videos über ihn und stellt auf Neueste zuerst. Was euch da für Kommentare entgegenschlagen... Digga. Junge, diese Kommentare. Bisschen gottlos, muss man zugeben. Für alles, was er getan hat, kritisieren. Und ja, Tim neigt, wie gesagt, dazu, Kritik mit Hate zu verwechseln. Es ist aber nicht zu leugnen, dass er auch wirklich unter massiven Hate zu leiden hat. Viele Menschen... Ja, so dumm wie es klingt, zu Recht. Ja. Das will ich nicht sehen. Ist halt zu Recht. Zu Recht. Es ist aber nicht zu leugnen, dass er auch wirklich unter massiven Hate zu leiden hat. Viele Menschen... Hat er sich ja selbst zu... Das ist selbst zuzuschreiben. Kein Grund, auf ihm rumzuhacken. Lasst ihn einfach machen, wie er will. Okay? Auch ich sehe es sehr kritisch. Oh... Botox mit 21. Wenn man mit 21 sich selbst schon hässlich genug findet, um Botox zu nehmen. Bruder. Da ist also wirklich... Ja, wenn ich das machen würde, weil ich sehe, ich
sehe auch nicht gerade aus wie ein Topmodel. Würde man es noch mehr verstehen als bei dem? Digga. Irgendwie. Ist das nicht auch übelst ungesund oder irgendwie schädlich von Körper oder so? Und das dann meiner Ansicht nach viel zu positiv öffentlich darzustellen und zu wenig über die Schattenseiten davon zu sprechen. Und mitten in dieser Botox-Geschichte dann seine Bundles zu bewerben, die so aussehen. Hä? Was für eine Ausgabe Schülerkalender. Brotdose, Vokabelheft, Notizbuch, signiertes Ast. Für 25 Euro. Reduziert von 35. Junge. Was zur Hölle? Ich raff's nicht. Ich meine, das ist billigster Scheiß. Ernsthaft, das ist billigster Scheiß. Ich meine, für Fans, ja, okay, die finden es vielleicht cool, aber guck mal hier. Wenn die Brotbox wirklich so aussieht, dann ist da ja anscheinend nicht mal ein Personal Print von Tim drauf. Also zum Beispiel, da ist nicht Tims Gesicht drauf. Da steht nicht 24 Tims drauf. Oder dieser Hashtag Tims Tacos, den es ja da gibt, für den seine Fans verwenden hier. Also, ich wette darauf, 10 Euro wette ich darauf, dass das hier einfach irgendwo im Großhandel im China oder sonst wo eingekauft und direkt so weiterverkauft wurde. Ich meine, ich weiß nicht, ist das ein Taco? Ich erkenne es gerade nicht, das scheint auch hier ein bisschen älter zu sein. Also, wenn das ein Taco ist, dann könnte es vielleicht ein Personal Print sein. Ach, trotzdem, Snacks, so eine Brotbüchse kriegst du neben dem Supermarkt. Musst du nicht so ein Bundle kaufen. Und das hier ist auch noch alles Papier. Ich meine, in seiner Albumbox war dieses unterschriebene oder signiertes die Autogrammkarte. Ich denke mal, damit ist auch irgendwie Autogrammkarte oder Poster gemeint. War auch nicht handunterschrieben, einfach nur aufgedruckt. Das hier kannst du einkaufen, in großen Massen billig. Ebenso. Hier ebenso. Ein Schülerkalender. Also ein Hausaufgabenheft. Das ist alles Papier, das kannst du in Massen billig einkaufen. Und wenn, guck mal, jetzt kaufen das 100.000 Leute. Was der damit für Kohlen scheffelt mit dem Scheiß. Ey, das ist unnormal. Also ich kann natürlich nichts davon sicher sagen. Es ist einfach gerade nur reine Spekulation. Wenn hier Leute kommentieren, ja, du weißt es doch gar nicht, kann doch ganz anders sein. Ja, ich vermute das aber. Man erkennt ja ungefähr, für welche Demografie die so gedacht sind, oder? Was ja. Aus meiner Sicht natürlich. 12-Jährige. Was, vor dem Botox? Oh, hat den vorher nachher gemacht? Nachdem Seelenstriptease erstmal Werbung und Botox. Hä? Wer gönnt sich denn gerne solche scheiß Insta-Stories? Überhaupt nicht fit. Welcher Fan denkt sich nicht scheiß auf den? Ich bin weg. Keine Frage. Dafür Alter. Nicht dafür. 5 Tage nach Botox. Hä? Das hier hat er wegspritzen lassen, oder was? Ich bin überhaupt nicht fit. Keine Frage. Dafür sollte man ihn kritisieren. Hä? Aber was juckt das denn? Es sagt doch keiner, du bist hässlich, du hast eine Stirnfalte. Alter. Junge, ey, es geht doch nicht. So, guck mal, wenn ihm seine Zornesfalte halt nicht gefällt. Es ist sein Körper und sein gutes Recht. Das ist wiederum richtig. Die Ideale, die vermittelt werden, ich weiß, berechtigt, die auseinanderzunehmen, aber erneut sein Körper, sein Recht. Man kann seine Musik belächeln und auch schlecht finden. Muss man ihn deswegen dann allerdings als Dirn... Ist das hier Absicht, dass das hier so alles zensiert ist? Ich glaube, ja. Und cringe finden. Ja, also, kann sein. Hier habe ich ja über den Song, habe ich ja eine YouTube-Kacke auch hochgeladen, Digga. Aber ist das mal in den Sinn gekommen, dass die feier ich immer noch, lull. Seiner Zielgruppe entsprechen? Warum verurteilen wir einen Content-Creator dafür, dass er uns einfach nicht anspricht? Wir sind für sein Zeug zu alt, absolut, aber seine Zielgruppe eben nicht. Deswegen wiederum haben wir das Recht, genau hinzuschauen,
was er eben dieser enormen jungen Zielgruppe für Dinge mitteilt. Und was größtenteils Mist. Ich habe schon von einigen gehört, dass Tim gerade auf dem Weg der Besserung ist. Und ja, die wirklich großen Brocken, wie das mit der Flut oder das wegen der Frau und dem Musikvideo, scheint ja nicht mehr zu reißen. Wenn das so bleibt, sehe ich halt keinen Grund, auf ihm rumzuhacken. Generell sehe ich dazu eigentlich keinen Grund, ne? Einfach auf kritischer Basis bleiben und nicht in sinnloses Gebäsche verfallen. Das sollte auf jeden Fall unsere Direktive sein. Tim schafft es, mit seiner Art Millionen von jungen Zuschauern zu unterhalten. Macht er das in einem Rahmen, der human ist und in Zukunft nichts Verwerfliches vermittelt, sehe ich keinen Grund, ihn generell weiter zu kritisieren. Sollte das so sein. Und ich bin wirklich gespannt, ob es so sein wird. Ich hoffe, meine Botschaft ist angekommen. Ich wünsche euch allen was. Macht mir gerne Vorschläge hier oder halt auf Instagram für das nächste Video. Ja, das war schon ein sehr qualitatives und informatives Video. Trotz dessen, dass ich viele Sachen über Tim schon wusste, ist es trotzdem qualitativ hochwertig nochmal aufgearbeitet worden. Hier, gut, ist auch in der Beschreibung hier. Gönnt Just Nero, hier ist der Link, wenn ihr Warpath spielen wollt. Registriert euch über ihm seinen Link, er hat es verdient und ich meine, die Kohle, mit der Kohle schießt er gegen Bachmann, also das ist schon Grund genug, sich dieses Spiel runterzuladen. Mal gucken, vielleicht ziehe ich es mir auch einfach nur, um Nero zu supporten, lade ich mir das runter. Obwohl mich solche Spiele null interessieren, Digga. Ich wäre auf jeden Fall bereit. Ich guck mal gerade, was hat der für Mitglied? 4,99 im Monat. Ui, das werde ich kaufen. Aber nicht jetzt, weil ihr sonst meine Zahlungsdetails seht. Auf jeden Fall, es ist gerade eine sehr, sehr lange Reaction bis jetzt gewesen. Aber, es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Wenn ihr bis jetzt dran geblieben seid und euch meine Reaction angeschaut habt, dann danke auf jeden Fall dafür, für eure Aufmerksamkeit. Gönnt euch meinen Silvester-Vlog, der ist am 1.1. erschienen. Den werde ich euch auch nochmal in der Beschreibung verlinken. Unter Neros Video, ganz wichtig. Neros Video, das Originalvideo, ist ganz oben in der Beschreibung verlinkt. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Video. Ciao, ciao.